Mit dem richtigen Beamer kannst du der Held in deinem eigenen Kinoepos werden. So ein riesiges Bild, das einfach auf deiner Wand oder Leinwand erscheint und in das du dann eintauchen kannst, ist schon sehr nett. Davon musst du dir nicht mal deine Inneneinrichtung mit einem riesigen dunklen Spiegel versauen, aka TV. Problem sind nur die unendlich vielen Modelle und ganzen Technik-Facts, auf die du achten musst, damit der Beamer nicht zu laut, zu dunkel oder zu unscharf ist. Ich bin Clemens von NBW und ich habe mich durch unzählige Beamer-Modelle getestet, damit du es eben nicht machen musst. Herausgekommen sind die 11 wichtigsten Beamer-Punkte, auf die du beim Kauf achten musst, damit am Ende der richtige bei dir zu Hause steht. Und damit fangen wir auch an. Denn erstens, wo soll er denn überhaupt stehen? Am Anfang nämlich steht dein Raum oder Aufstellort. Je nachdem, wie die Abmessungen sind, brauchst du nämlich einen jeweils anderen Beamer. Es gibt grob unterschieden zwei verschiedene Beamertypen, Nah- und Ferndistanz. Ein Nahdistanzbeamer kann bereits aus geringem Abstand ein großes Bild an deine Wand werfen. Ein Ferndistanzbeamer erst mit einigem Abstand. Zum Glück gibt es von Herstellern wie Optoma praktische Online-Tools, die wir hier dir auch verlinkt haben, mit denen du jeweils genau berechnen kannst, welcher Beamer zu dir passt und wie du ihn so aufstellst, um das beste Bild bei dir zu bekommen. Außerdem siehst du ja immer den Zoom-Faktor im Datenblatt. Der gibt an, wie flexibel du das Bild aus einer Position noch vergrößern oder verkleinern kannst. Ein großer Zoom-Faktor ist zwar nicht immer nötig, aber dennoch ein gern gesehenes Feature. Optoma hat uns die drei Beamer hier übrigens für das Video als Beispiele zur Verfügung gestellt. Was wir dazu sagen, haben sie aber nicht beeinflusst. Alle Infos zu den drei findest du unten in der Videobeschreibung. Dort sind übrigens auch der Abo-Knopf und der Daumen. Nur so nebenbei. Kommen wir aber zurück und machen weiter. Es kann natürlich auch sein, dass du deinen Beamer draußen aufstellen willst. Events wie die Fußball-EM bieten sich dafür ja an. Dann ist der zweite Punkt, zu dem ich jetzt komme, noch entscheidender. Denn wie hell soll er sein? Die Lichtsituation in deinem Raum ist super wichtig und entscheidet darüber, wo du den Beamer wirklich aufstellen kannst. Weil was bringt das größte Bild, wenn du nichts darauf erkennst, weil es so dunkel ist oder nicht genug leuchtet? Hierfür kannst du auf die Lumenangaben der Hersteller achten. In einem komplett abgedunkelten Zimmer können auch 1500 Lumen schon sehr hell sein. Aber wenn du den Beamer noch bei Tageslicht nutzen möchtest, dann solltest du mindestens auf 3000 Lumen Leuchtstärke gehen. Für EM-Spiele im Garten können also auch schon preiswerte Modelle mit 4 Lumen wie der HD29X hier herhalten. Denn heller heißt nicht immer teurer. Gerade viele hochpreisige Beamer fürs dunkle Heimkino bieten jetzt nicht die höchsten Lumenzahlen, sind dafür aber schärfer und farbenfroher, was mich zu den nächsten beiden Punkten bringt. Denn wie scharf soll es sein und wie schnell? Aber der Reihe nach. Unser dritter Punkt ist die Schärfe bzw. Auflösung und die ist mit am wichtigsten, wenn du nah an deiner Leinwand sitzt. Ab einem gewissen Sitzabstand, also über 5 Metern und mehr, wird sie aber immer unwichtiger. Hier musst du dir vor allem zwei Zahlen merken. Erstmal die Pixelangabe zur Auflösung, also 1280x720 für HD, 1920x1080 für Full HD und 3840x2160 für 4K. Und als zweites die Herzzahl, also 60 Hertz, 120 Hertz, 240 Hertz und so weiter. Das bezeichnet die Bildwiederholrate, also wie viele Bilder pro Sekunde vom Beamer dargestellt werden können. Je höher, desto flüssiger fühlen sich Games zum Beispiel an. Gamer schauen also vor allem hier drauf. Für Filme oder Serien reichen aber selbst 30 Hertz schon aus, denn Fun Fact, die meisten Filme laufen mit 24 Bildern die Sekunde. Unter 1080p, also Full HD und 60 Hertz, solltest du trotzdem keinen Beamer mehr fürs Heimkino oder Sportevents im Jahr 2024 kaufen. Außer du willst ihn ausschließlich als Business-Projektor nutzen, sitzt ganz weit weg oder brauchst gar kein großes Bild. Aber ganz ehrlich, dann kannst du dir auch gleich einen Monitor holen oder einen kleinen portablen Beamer. Die bieten meist nur 720p und sind, ja, ganz okay, aber nicht mit den großen hier vergleichbar. 4K ist bei Beamern sehr nett, wird aber oft mit einem hohen Preisaufschlag verbunden. Gibt auch günstige 4K-Beamer, aber die laufen meist mit Pixel Shift, einer Technik, die zwar schärfere Bilder als Full HD erlaubt, aber auch kein echtes 4K bietet. Ist trotzdem eine gute Zwischenlösung. Kommen wir zum vierten Punkt, damit die 24 Bilder die Sekunde in Film und die gewünschten 12.000 Frames in Games dann auch maximal gut aussehen, sind natürlich noch die Farben und die HDR-Fähigkeiten wichtig. Teurere Beamer bieten nämlich meist erweiterte Farbräume, können also auch einfach mehr Farben darstellen und haben einen etwas höheren Kontrast. Ein Feature, das kein Fernseher mehr bietet und oftmals schon in Einstiegsbeamern steckt, ist hingegen 3D. Mit Shutterbrillen ausgestattet kannst du so Marvel, Avatar und Co. noch außerhalb von Kinos dreidimensional erleben. Ist schon echt nett. Aber spannender für mich persönlich ist HDR als Feature. Es wird also ein höherer Dynamikumfang gezeigt, zwischen dunkel und hell und die zuvor genannten erweiterten Farbräume auch dargestellt. HDR ist bei Beamern aber noch eine zwiespältige Sache, da sie im Gegensatz zu OLED- oder Mini-LED-Fernsehern weniger Kontrast darstellen können. Ein ganz wichtiger Punkt hierfür ist auch die Frage, welche Lampentechnik ist denn jetzt überhaupt verbaut? Und hier kannst du dich auf den längsten und verwirrendsten Punkt einstellen. Denn es gibt bei allem genannten sehr viele Ausnahmen von der Regel. Trotzdem lassen sich bei Beamern drei Obertechnologien aufzählen, die nebeneinander existieren und in unterschiedlichen Preisklassen unterwegs sind. Erstens DLP und Halogen. Der allgemeingültige Klassiker mit guter Bildqualität, mit Abstand die meistgenutzte Projektionsmethode. Hier läuft ein Farbrad von einer klassischen Halogenglühbirne mitsamt einem oder mehreren DLP-Chips. Das Farbrad bekommt das Bild vom DLP-Chip und färbt es dann ein. Es trifft also in Schichten auf die Leinwand. Die Vorteile sind sehr schnelle Reaktionszeiten, weite Verfügbarkeit, wenig Bewegungsunschärfe und mittlerweile auch richtig gute Farben. Der bekannteste Nachteil ist der sogenannte Regenbogeneffekt.
Bewegst du deinen Kopf oder blinzelst schnell, dann kannst du die verschiedenen Lichtschichten wie einen Regenbogen wahrnehmen. Je nach Beamer ist es mehr oder weniger stark ausgeprägt. Bei meinen letzten getesteten Modellen ist es mir aber selbst kaum noch wirklich aufgefallen. Die Hersteller haben das also mittlerweile echt gut im Griff. Außerdem kleines Manko, die niedrigere Helligkeit im Vergleich zu anderen Technologien und ein höherer Stromverbrauch. Hier wurde aber ebenfalls mit effizienteren Lampen in den letzten Jahren schon deutlich entgegengesteuert. Zweitens, die zweite Technik sind LED-Beamer. Kennen wir alle von Fernsehern, Monitoren und Energiesparlampen. Und das ist auch hier die Devise. Sie sind sparsamer und damit meist auch leiser, weil der Lüfter nicht so viel kühlen muss. Damit kommen sie auch in kleinen Projektoren zum Einsatz, sind wartungsärmer und haben kaum oder keine Regenbogeneffekte. Außerdem sind sie viel länger haltbar und haben oft sehr gute Farben im Vergleich zu Einstiegs-Halogenmodellen, was sie wiederum gut fürs Heimkino macht. Dafür ist die Helligkeit meist nicht der Hit, wobei es immer mehr Versuche gibt, sie zu erhöhen. Bis zu 4000 Lumen erreichen große kommerziell genutzte LED-Beamer hier schon. Ähnlich wie bei Fernsehern sind die Ansprechzeiten und die Bewegungsunschärfe höher als bei DLP und Halogen. Also für Games auch nur so semi-gut. Deswegen gibt es auch seit einiger Zeit Versuche, die Vorteile von DLP und LED zu kombinieren. Zwar sind die Resultate oft in höheren Preisklassen unterwegs, aber dennoch ein richtig guter Preis-Leistungskompromiss im Vergleich zur dritten und letzten Technologie. Und das sind Laserprojektoren. Die verwenden keine herkömmlichen Lampen, sondern Laserlichtquellen. Sie bieten eine längere Lebensdauer und eine deutlich höhere Lichtleistung zwischen 3500 und 10.000 Lumen. Ist dann doch schon mal ein ganz anderes Kaliber im Heimkino, was sie aber gleichzeitig auch für Außeneinsätze geeignet macht. Denn auch da können Laserbeamer ein klares Bild liefern und sind oft energieeffizienter. Die Haltbarkeit ist ebenfalls top. Der Optoma GT2000 HDR hier hat eine Lebensdauer im Normalmodus von bis zu 30.000 Stunden. Das sind umgerechnet 10 Jahre, wenn du ihn jeden Tag 8 Stunden laufen lässt. Auch in den meisten Kinos stehen heutzutage nur Laserbeamer. Also quasi die Königstechnologie, aber auch meist sehr hochpreisig. Und wie eingangs erwähnt, gibt es aber auch Ausnahmen von der Regel. Gut eingestellte DLP-Halogenbeamer können es farb- und helligkeitsmäßig mit einigen Laserbeamern aufnehmen. So schafft der UAD 55 etwa eine größere Farbabdeckung als der GTR 2000 HDR und am hellsten wird der günstige HD 29X. Darum sind die Specs auch wichtiger als die darunterliegende Technologie. So, du hast dich jetzt für eine Beamer-Technik entschieden. Gut, und was willst du eigentlich anschließen? Gerade für Zocker ist dann nämlich ganz wichtig, was für Anschlüsse überhaupt geboten werden. Zu HDMI hatten wir in dem Video hier oben schon mal ein paar Worte verloren. Und auch für Beamer gilt, HDMI ist nicht gleich HDMI, weil es nur ab HDMI 2.0 aufwärts 4K 60 Hertz gibt. Damit der PC, die PlayStation oder Xbox ihre Bilder auch mit der maximalen Pracht berechnen können. Selbst wenn der Beamer keine 4K schafft, das heruntergerechnete Bild sieht meist besser aus als schnödes Full HD. Darum achte auf die Anzahl und die Generation der HDMI-Anschlüsse. Außerdem sehr wichtig ist die eARC-Fähigkeit bei mindestens einem HDMI-Anschluss. Die Abkürzung steht für Enhanced Audio Return Channel und lässt sich Soundbars oder Receiver direkt darüber anschließen. Ansonsten sind Wi-Fi und USB-Anschlüsse nice to have. Für alle, die noch mit 90er-Jahre-Hardware herumlaufen, vielleicht auch VGA-Anschlüsse. Aber mit HDMI, Wi-Fi und USB zur Datenübertragung solltest du schon gut mit dabei sein. Siebter Punkt, wie lange soll er überhaupt halten? Wartungsfreundlichkeit und Lebensdauer ist schließlich wichtig. Ein bisschen haben wir das Thema ja schon mal in Punkt 5 behandelt, denn hier unterscheiden sich die drei Techniken massiv voneinander. Halogenlampen halten zwischen 2000 und 10.000 Stunden, letzteres aber meist nur im sehr dunklen Echo-Modus. LEDs sind meist 20.000 Stunden haltbar und das selbst in helleren Einstellungen. Laser setzt da wie gesagt nochmal eins drauf mit 30.000 Stunden und teilweise auch mehr. Also mehr als 10-mal längere Haltbarkeit für LED und Laser und damit heißt es automatisch Sayonara Halogen, oder? Nicht ganz, denn LED- und Laserbeamer lassen sich viel seltener reparieren. Wenn da die Lampen kaputt gehen, musst du dir direkt einen neuen Beamer kaufen. Bei einem Halogenbeamer zahlst du zwischen 100 bis 200 Euro für eine neue Lampe und gut ist. Meist werden Ersatzlampen auch sehr lange angeboten und lassen sich dazu auch durch Wartungsklappen sehr leicht selbst austauschen. Trotzdem insgesamt ein klarer Sieg für Laser und LED, der sich in der nächsten Kategorie nochmal verfestigt. Denn achtens, wie laut darf der Lüfter denn sein? In einem Heimkino soll es schließlich auch in ruhigen Filmszenen genau das sein. Ruhig. Wenn da die ganze Zeit so ein pfeifender Lüfter abgeht und du die genuschelten Dialoge in Oppenheimer deswegen nicht verstehen kannst, ja, dann ist es ziemlich uncool. Da will man schon mal den Kinski aka Giermann machen. Ist doch die Leute immer scheißegal gewesen, immer! Deswegen sind hier natürlich Beamer im Vorteil, die möglichst leise im Betrieb sind. Und Halogenbeamer sind es meist nicht, denn sie produzieren deutlich mehr Abwärme und brauchen deswegen auch einen leistungsfähigeren Lüfter. Laser und LED genügen sich meist mit weniger Watt und leiseren Lüftern eben. Betonung liegt wieder auf meist, denn auch hier gibt es wieder Ausnahmen von der Regel mit sehr leisen Halogenbeamern wie dem UHD 55. Und bei fast allen Halogenmodellen kannst du mehr Laufruhe rausholen, wenn du die Helligkeit runterregelst. Entweder im Menü oder durch den Lampenschon bzw. Echo-Modus. Der ist dann aber wiederum deutlich dunkler. Also so ein bisschen Deal mit dem Teufel wie im sehenswerten 1950er-Klassiker von René Clair. Und damit kommen wir zum neunten Punkt, denn wie viele Einstellmöglichkeiten soll er bieten? Hierbei gibt es zwei wichtige Unterschiede. Bildeinstellmöglichkeiten und dann Optionen, um den Beamer selbst möglichst entspannt zu bedienen. Meist bieten günstigere Beamer weniger ausgefeilte Optionen, um das Bild perfekt auf deinen Raum zu kalibrieren.
Auch die ganz wichtige Trapezkorrektur ist meist mit weniger Ebenen ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass du einen ungeraden Boden oder eine ungerade Leinwand direkt am Beamer ausgleichen kannst. Hier bei unseren Altbauböden ist es zum Beispiel bitter nötig, weil normal aufgestellt sieht jedes Bild sonst aus, als gäbe es einen Dutch Angle. Und das kann richtig anstrengend werden, wenn du immer Pappe unter den Beamer oder die Leinwand schieben musst, um ein gutes Bild zu bekommen. Um das im Beamer einzustellen, brauchst du natürlich auch eine gute Bedienung. Entweder am Projektor direkt mit den Tasten hier drauf oder via der Fernbedienung. Und die sollte dann im Idealfall auch beleuchtet sein. Schließlich guckt man Filme mit einem Beamer auch in einem dunklen Raum. Und bis man da sonst die richtigen Tasten gefunden hat, kann schon nerven. Kommen wir zum vorletzten und ich bin mir ziemlich sicher dem unwichtigsten Punkt für Heimkino-Beamer, den Lautsprecher. Gerade günstige Geräte klingen oftmals nach Blechtrommel, aber selbst teure Heimkino-Beamer haben gar keine oder eher schwache Lautsprecher. Logisch, werden die meisten noch direkt ein Soundsystem oder eine Soundbar daran anschließen. Trotzdem für die Gartenparty vielleicht mal relevant, wenn Fußball oder ein anderer Sport ohne anderweitige Lautsprecher geschaut werden soll. Von integrierten Speakern solltest du bei Beamern also nicht zu viel erwarten. Sie bieten oft zwischen 3 und 15 Watt und sind nicht selten reine Mono-Lautsprecher. Die Räumlichkeit von Stereo-Klang bietet zwar unter den dreien hier der UHD 55 mit 2x5 Watt, aber den stärksten Lautsprecher hat trotzdem der Laser-Beamer mit 1x15 Watt. Ganz ehrlich, kauf einen Beamer nicht wegen der Lautsprecher, damit die Größe des Bildes nicht von einem dürren, blechernden Sound kaputt gemacht wird, sondern leg dir am besten nochmal 100 Euro aufwärts für eine vernünftige Soundbar oder anderweitige Lautsprecher beiseite. Und vom unwichtigsten zum wahrscheinlich wichtigsten und dem 11. Punkt, der Preis von Beamern. Also was bekommt man jetzt eigentlich für sein Geld? Gerade viel Helligkeit gibt es mittlerweile auch schon in niedrigeren Preisklassen, aber dann musst du meist mit lauteren Lüftern, weniger Einstellmöglichkeiten oder einer niedrigeren Auflösung leben. Dafür hat Full HD hier immerhin Einzug gehalten, was für die meisten bei der Bildschärfe und genügendem Sitzabstand schon ausreichen sollte. Auch hohe Herzzahlen fürs Gaming gibt es zunehmend in niedrigeren Preisklassen. Je teurer, desto mehr Features wie HDR und desto ausgefeilter die Lampentechnik. LED und besonders Laser sind zwar hochpreisiger, aber bieten meistens bessere Bild, weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer. Auch die Betriebslautstärke ist bei teureren Geräten meist um einiges angenehmer. Wer also einen Beamer will, muss auf vieles achten. Aber mit den genannten 11 Punkten kannst du eine kluge Kaufentscheidung treffen und den richtigen Beamer für dich finden. Falls du weitere Fragen dazu hast, dann lass es uns bitte unten wissen. Ciao und bis bald.